Jetzt aber Wind. Ach komm, bitte. Danke. Bombe? Ach komm, Bombe. Na gut, dann müssen wir eben graben. Komm. Okay, bleib mal kurz da in der Ecke, während ich hier erstmal freispringe. Die Bombe. Hallo. Danke. Bombe. Ja, ich konzentriere mich hier gerade ein bisschen, während ich ausraste. Wind. Das war wieder kein Wind. Die Bombe will auch wieder nicht. So, jetzt für die Bombe wenigstens. Warum mache ich keinen Wind? Warum mache ich keinen Wind? Nein, andere Richtung. Mach Wind! Mach Wind! Mach Wasser. Alter. Zeit ist abgelaufen. Was zur Hölle hat mich jetzt gerade dahin geschubst? Danke. Das war nicht beabsichtigt, egal. Hoffentlich klappt das. Nein, es klappt nicht. Ah. Jetzt liegt sie da rum. Steh auf. Andere Richtung. Ich kann es eigentlich schon wieder vergessen. Das ist Wind! Ein Windsymbol! Blödes Spiel! Also mach mir den gefälligst Wind! Hm.
Jetzt habe ich mich wieder verbaut. Ich habe mich verbaut. Und verschwende Zeit dadurch. Ach, hallo. Ich male einen Strich nach oben. Will ich das Wasserbecken jetzt auch noch verarschen? So, hier kommt es jetzt drauf an. Die Zeit sieht gut aus. Das war die falsche Richtung. Ernsthaft. Ernsthaft, ernsthaft, ernsthaft. Nein. Das war diesmal richtig. Ich schaff's wieder nicht. Warum muss das weiter ticken, während ich im Zeichenmodus bin? Also ja, dieses Spiel. Langsam kann es mich mal. Danke. Au. Ich lerne es nicht, dass ich da nicht draufstehen sollte. Ach, hör auf, die Bomben runterzuschmeißen, Amaterasu. So, hier kann ich ein bisschen Zeit schinden. Mann. Mann, Mann, Bombe. Wird wieder nichts. Sehe ich jetzt schon.
Was? Es hat auf Anhieb geklappt? Diesmal sollte es sogar reichen. Vorausgesetzt, die Bombe träumt mich jetzt nicht gleich. So. Jetzt geben wir ihr noch einen Powerboost, damit sie so schnell wie möglich an ihr Ziel läuft. Gottes Willen, ey. Und es gibt jetzt insgesamt 5 von diesen Grabespielen und ich habe jetzt mal 3 geschafft. Warum ist da eine Rakete im Boden? Bambusmädchen? Was zur Hölle? Sieht aus wie ein Bambussprössling. Außer, dass es aus Metall ist und unglaublich groß. Das ist, was mich gerufen hat. Das ist in Verbindung zu meiner mysteriösen Vergangenheit. Kaguya, ich wusste es. Ich wusste, dass dieser riesige Bambussprössling hier in der Sasazufu vergraben lag. Wirklich? Aber eines Tages vor vielen Jahren kam ich hierher, um etwas Bambus zu holen. Plötzlich erschien dieser riesige Bambussprössling direkt vor mir. Du kamst kalt und beinahe leblos herausgetorkelt. Dann verschwand dieser riesige Bambussprössling wieder in der Erde. Du warst kalt wie Eis und sahst aus, als würdest du jede Minute sterben. Ich nahm dich schnell auf den Arm und rannte nach Hause. Meine geliebte verstorbene Frau und ich pflegten dich wieder gesund. Wir hatten immer Kind gewollt. Du warst wie ein Segen des Himmels. Du brachtest Freude in unser Leben. Ich konnte dir nicht die Wahrheit sagen. Ich fürchtete, wenn du das herausfindest, dann würdest du diesen seltsamen Bambussprössling suchen gehen. Ich fürchtete, dass er dich uns für immer wegnehmen würde. Geh nicht, Kaguya. Großvater. Oh. Schluchz. Ich habe dich und meine geliebte verstorbene Großmutter immer als meine wirkliche Familie betrachtet. Dieses Gefühl wird niemals verblassen. Auch wenn ich gehen sollte, so bleibt mein Herz bei dir. Erinnere dich daran. Aber ich kann nicht hier bei dir bleiben. Eine mysteriöse Kraft ruft mich. Ich kann ihr nicht widerstehen. Ich muss herausfinden, woher ich komme. Keine Sorge, ich werde zu dir zurückkommen, aber ich muss es einfach wissen. Deshalb bitte ich dich, mein lieber Großvater, verabschiede mich mit einem Lächeln im Gesicht. Okay, das werde ich, Kaguya. Geh, wohin du auch immer möchtest. Ich bitte dich nur um eine Sache, wenn du dorthin gehst. Erinnere dich immer an eins, du bist meine geliebte Enkelin. Vergiss das niemals. Du bist meine geliebte und teure Enkelin. Oh, Großvater. Nach diesem ganzen Krampf kommt jetzt eine Dramanummer, da danke. Sein teures Enkelkind. Hä, oh, ich habe nicht nur an zu Hause gedacht oder so etwas. Nein, wirklich nicht. Ihr Sohn Amaterasu, ich werde euch immer dankbar sein. Ich werde euch nie genug dafür danken können, was ihr für mich getan habt. Aber bitte nehmt dies zum Zeichen meiner Dankbarkeit an. Erhalten, Feuersteintafel. Das war meine einzige Verbindung zu meiner Vergangenheit, aber jetzt, wo ich nach Hause zurückkehre, werde ich es nicht länger brauchen. Möge es euch bei euren Reisen helfen. Es ist nun Zeit für mich zu gehen. Danke euch beiden. Danke dir, Großvater. Lebt wohl und hoffentlich sehen wir uns eines Tages wieder. Warum ist das eine Rakete? Ja, es sah aus wie eine Rakete und es ist eine Rakete. Und ja, deswegen trägt sie eine Raumfahrer-Bambusausrüstung. Warum auch immer sie das macht. Nun, sie ist weg. Ich frage mich, wo sie wohin geht. Ich hoffe, das Bambusmädchen wird eine sichere Reise haben, wo immer sie auch hingeht. Hey Ami, lass uns hier verschwinden. Wir haben uns ablenken lassen, als wir dem Bambusmädchen geholfen haben. Lass uns weitergehen, wir haben noch etwas zu erledigen. Wir müssen diese Königin in die Mangel nehmen. Sie muss uns da so einiges erklären. Kaguya, sie ist fort.
Dieser riesen Bambusspross war ihre Wiege, um sie nach Hause zu bringen. Seufzt. Meine Gebete sind mit dir, liebste Kaguya. Ich habe niemals sofort so hart an meiner Bambuswache gearbeitet. Ich werde einen Bambuspalast bauen, bis Kaguya zurückkommt. Meine Gebete sind mit dir, liebste Kaguya. Tja. Oh, Schätze. Noch ein goldener Pfirsich. Und eine Perle. Ja, da wir hier nichts mehr tun können. Außer Bambus ausgraben. Was uns Geld gibt, mit dem wir beim Trainer trainieren können. Und noch ein Schatz. Ein Räuchergefäß. Ja, solche Sachen können wir dann auch endlich mal behändigen und verkaufen. So, es wird wieder Tag in der Sasazflucht. Und hier ist wieder alles normal. Okay. Einmal bitte noch sei an. Was haben wir da eigentlich bekommen? Und was sagt unser Questlog? Ja, nur noch Himiko. Ich habe da nämlich so einen Questgegenstand gekriegt, der hier nicht angezeigt wird. Wahrscheinlich, weil er hier angezeigt wird. Antike Steintafel, die vor schädlichen Flammen schützt. Können wir vielleicht unterhalb des Palastes irgendwo reinschwimmen? Das wäre lustig. Ah, stimmt ja, ich kann die Zeit verlangsamen. Da gucken sie nur blöd, wie ich mich reinschleiche. Und hier alles putt mache. Stimmt. Eine versteckte Truhe. Mit einer verstreuten Perle.